Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder aus dem Haus. Wir haben hier unseren Affenbrotbaum, den wir aus einem Samen gezogen haben. Wirklich ein wunderschönes Exemplar. Ist jetzt locker ab Substrathöhe schon ungefähr 1,50 Meter hoch. Ist ein Mordsding. Was natürlich uns die letzten paar Wochen begleitet, ist ein Milbenbefall, ein Spinnmilbenbefall, und dadurch werden die Blätter hier so gelb, fallen ab. Das hat nichts mit der Düngung oder mit der Wassergabe zu tun. Wir haben hier wirklich Spinnmilbenbefall. Und um dem Herr zu werden heute, werden wir hier einen Blattschnitt machen, denn die Pflanze an sich ist vital. Wir werden nur die ganzen Spinnmilben damit entsorgen und dann mit Rapsöl und Wasser noch einsprühen, damit auch wirklich die letzten paar Viecher ersticken. Was wir jetzt zunächst machen, ist ein Blattschnitt, und später gibt es noch ein paar andere Pflanzen, deswegen unbedingt dranbleiben. So, ich würde sagen, wir arbeiten uns jetzt einfach von oben nach unten. Wir werden hier die Blätter abschneiden, so dass aber noch ein Blattstiel dran stehen bleibt, also nicht direkt an dem Ast dran, denn sonst könnten wir den Ast verletzen und die Vitalität von dem Baum einschränken, was wir nicht wollen. Deswegen lassen wir so einen kleinen Stummel stehen. Der fällt irgendwann von alleine ab und sollte somit keine Probleme machen. So, wir schneiden jetzt hier einfach ganz wild einmal alles weg, damit wir auch eventuell noch Spinnmilben-Spots sehen können, wo sie sich eben angelagert haben. So, oben ist der Baum kahl. Jetzt fangen wir hier mit dem unteren Teil an, machen das exakt wie oben, einfach alle Blätter entfernen. Natürlich auch aufpassen, dass hier auf dem Substrat später keine mehr liegen, damit sich die Spinnmilben nicht im Substrat verstecken können, wo wir dann natürlich wieder einen Rückfall bekommen würden. Deswegen hier schön sauber drauf achten. So, die Pflanze ist kahl. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, doch nicht auf die 100% biologische Waffe zu gehen, denn ich habe hier noch schädlingsfrei von Neudorf gefunden. Es ist für den ökologischen Landbau geeignet. Es sind keine extremen Giftstoffe drin, aber es ist Rapsöl als Hauptbestandteil und Pyrethrin drin, was die Spinnmilben zu 100% abtöten sollte. Warum nehme ich jetzt dieses Präparat hier? Das hat folgenden Grund. Hier im Gewächshaus gibt es keine Nützlinge, die ich schädigen könnte oder anderes. Deswegen ist hier eigentlich das halbchemische Präparat besser geeignet als jetzt eine voll biologische Variante. Das setzen wir jetzt an und dann sprühen wir den ganzen Baum damit ein. So, bevor wir den Baum einsprühen, will ich hier gerne noch mal ein bisschen detailliert herangehen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier sind so in den Blattachseln und drunter so kleine Spinnwebchen und kleine Tierchen. Wenn man es nicht sieht, versuche ich es in der Nachbearbeitung ranzuholen. Wenn man es da auch nicht sieht, dann ist es halt schwierig zu zeigen. So, wir haben jetzt hier in so einer Druckgasflasche das 1%ig angemixt. Wir werden jetzt großflächig und schön triefend die Pflanze damit einsprühen, und dann sollte die wieder von Spinnmilben befreit sein. So, das war's mit dem Baobab, Affenbrotbaum. Der steht jetzt hier hinten, ist noch schön feucht von dem Spritzmittel. Jetzt geht es um diese Kandidaten hier. Vielleicht werden sich schon die ein oder anderen Leute gefragt haben, was ist eigentlich aus den Pflanzen aus deinem ersten Video geworden? Und ich kann sagen, das hier, was wir jetzt hier sehen, das sind die Stecklinge, die wir tatsächlich
Anfang des Jahres bzw. im Februar genommen haben. Das sind rotfleischige Drachenfruchtkakteen. Und die wachsen natürlich so, wie sie jetzt hier sind, eher nicht gut. Deswegen werden wir heute ein deutlich, deutlich größeres Gefäß für sie bereitstellen, nämlich den hier. Ich sehe gerade hier unten steht drauf 7 Liter Fassungsvermögen. Da kommen die netten Kollegen hier rein in Anstau. Also wir haben hier noch einen Untersetzer. Da kommt es dann rein. Da bleibt immer Wasser hier unten drin stehen. Dann haben die auch immer Feuchtigkeit, was denen tatsächlich sogar sehr gut gefällt. Ob wir die jetzt nochmal abschneiden und Stecklinge nehmen, weiß ich nicht. Denn ich denke, wir werden hier Bambusstäbe reinstecken, damit die sich irgendwo hochranken können. Weil ich würde die einfach gern mal wachsen lassen und gucken, was passiert. So als Test. Und ja, ich glaube, das machen wir so. Ich denke, wir nehmen auch hier aus dem Lichuza die 3 Stück raus. Hier wachsen nämlich schon extrem viele Wurzeln nach unten ins Wasser. Und ich würde sagen, wir topfen die einfach hier in diesen großen Topf alle zusammen ein und schauen mal, wie sich das da ergibt. Erstmal hole ich natürlich 3 Bambusstäbe, die wir hier reinstecken, dass wir das auch alles ordentlich befestigen können. So, da habe ich die Stäbe doch schon da. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist erstmal bis hier ungefähr Substrat einfüllen und dabei die Stäbe direkt unten im Boden zu fixieren, dass das auch so dann hält in dem Topf. Das seht ihr jetzt leider nicht, denn mein Substrat steht auf dem Boden und alles schwierig, ne, ihr wisst. So, die Bambusstäbe sind drin. Substrat könnt ihr auch sehen, ist drin. Problem ist, die Bambusstäbe sind viel zu lang. Die passen gerade so unter die Decke hier drunter. Wir werden die abschneiden und da gibt es einen sehr, sehr einfachen Trick, damit die Bambusstäbe nicht splittern. Das zeige ich euch jetzt. Dazu muss ich aber das Ganze wieder auf den Boden stellen, damit ihr das auch seht. So. Ich würde die gern auf dieser Höhe hier abschneiden und ihr seht hier diese Knubbel. Das sind die Knotenpunkte von der früheren Pflanze gewesen. Und wenn wir genau hier in der Mitte anfangen zu schneiden, können wir mit einem, ja, mit viel Kraft einmal durchschneiden und wir sehen, die splittern nicht an der Stelle. Würde ich die jetzt hier in der Mitte in den Internodien schneiden, würde das Ganze splittern. Das wollen wir natürlich nicht. So, das werde ich jetzt bei allen 3 machen, damit die nicht allzu lang sind. Oh, da brauchen wir aber schon ein bisschen Kraft oder eben dünnere Stäbe. Ich habe jetzt leider nur die da, aber funktioniert da soweit. So, haben wir das auch geschafft. Jetzt haben wir hier 3 kürzere Stäbe. Auch nicht schlecht für spätere Experimente und Versuche. So, jetzt geht es aber mal hier drum. Oh. So, was machen wir jetzt als erstes? Ich würde sagen, wir nehmen mal den kräftigsten. Der kommt in die Mitte, würde ich sagen. Den werden wir jetzt hier so einpflanzen und da auch direkt befestigen. Dazu lösen wir erstmal den Draht vom alten Stab, ziehen den mal vorsichtig raus. Ja, das ging schon mal. Jetzt ist der uns natürlich hier umgefallen. Ihr seht, wenn ich den hier halte, der ist sogar relativ stark eingewurzelt. Ich lege das mal hier auf meine Schulter, ich muss aufpassen. Das sind ganz feine Härchen, ganz feine Stacheln und ich will mich da eigentlich ungern pieksen, weil die kriegt man sehr, sehr schlecht wieder raus. So, ich habe jetzt hier ein bisschen gedrückt, jetzt ziehen wir hier leicht, rütteln und dann kommt uns das Ganze auch schon entgegen. Das Vlies werden wir natürlich entfernen, das ist nicht mehr
zeitgemäß, sag ich mal so. So. Das schaut doch gut aus. Wir werden den jetzt hier oben relativ eng befestigen, dass er uns nicht irgendwie runterknickt. Und ich stehe mal kurz auf, dann geht das Ganze auch besser. Schön mit einem Draht eben oben befestigen. Ich werde gleich hier unten den auch noch befestigen. Dazu brauche ich aber mehr Draht. Und dazu muss ich nach oben gehen. So, wir werden jetzt einfach hier mal die Kollegen so festmachen. Und hoffen, dass sie so besser wachsen. Oh, wobei sie ja eigentlich schon relativ gut gewachsen sind, wenn man bedenkt, dass wir da im Februar Stecklinge gemacht haben und die schon so lang sind in dem Sinne. So, wie machen wir das jetzt hier? Machen wir mal hier fest. Es ist schwierig, die festzumachen, weil man will sie auch nicht quetschen. Oh, und zu spät, schon gequetscht. Ja, da sage ich es noch. Man will sie ja nicht quetschen, weil sie ja doch relativ weich sind. So von der Konsistenz her. Oh. Sorry, dass ich das jetzt nicht zeigen kann, aber es ist schwierig auf die Kamera zu bekommen. Aber so sollte es eigentlich passen. Hoffen wir mal. So. Den hier werden wir auch noch einpflanzen. Das sind wie gesagt alles Stecklinge. Die haben alle schon relativ viel Wurzeln gemacht. Wenn man mal bedenkt, kommt der jetzt hier raus? Nee. Und stark eingewurzelt sind die auch. Das wundert mich tatsächlich auch. So. Vlies wegmachen. Nicht viel am Wurzelballen bzw. an den Wurzeln rummachen. Die werden wir einfach so. Das ist doch schon wunderbar. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, die pflanzen wir natürlich auch noch mit ein. Ich weiß jetzt nicht, ob. Oder ist es sinnvoll? Ist es sinnvoll, wenn wir jetzt hier schon drei drin haben, die eigentlich schon relativ gut den Topf ausfüllen? Sollen wir die dann noch mit reinmachen? Ich würde sagen, wir lassen die jetzt draußen. Wir werden jetzt hier noch die restlichen Hohlräume mit Substrat auffüllen. Und das Ganze dann durchspülen und ins Anstauverfahren in den Untersetzer hier natürlich machen. Das kommt dann gleich drunter. Und ich schaue mal, ob ich vielleicht noch einen Topf finde. Ich glaube eher nicht. Ah, vielleicht finde ich ja noch einen Topf. Das war natürlich nix. Ich muss gleich noch ein bisschen Draht holen, dann seht ihr auch noch das ganze Ding. So, jetzt habe ich ein bisschen Draht geholt. Jetzt können wir das Ganze auch ein bisschen besser befestigen hier. Der eine ist schon wieder umgefallen. Den werden wir jetzt hier so innen oder außen irgendwie befestigen. Irgendwie halt, dass er zumindest nicht umkippt. Ah, oh! Da habe ich mich ein bisschen gestochen. Die sind doch relativ böse hier, diese kleinen Härchen oder kleinen Stachelteile, dass man wirklich aufpassen muss. So, wie gesagt, nicht zu fest festmachen, damit er nicht, gequetscht wird. So, machen wir den hier noch dort ein bisschen fest, damit hier einfach Stabilität, dass hier einfach Stabilität drin gegeben ist. Aber den habe ich jetzt ein bisschen arg gequetscht, das ist natürlich nicht gut. Sollte er verkraften, sollte man aber natürlich eigentlich vermeiden. Hier oben werde ich ihn auch noch mal ein bisschen festmachen. Ganz leicht, nur damit er hier einfach trotzdem nach oben gerade wächst. So, das war es auch mit dem. Heute ein bisschen chaotisch, aber was soll man machen, ne? So, hoffentlich hat es euch gefallen heute. War ein bisschen chaotisch,
Aber ich hoffe, ich habe was mitgegeben, ein paar Updates gegeben. Nächstes Mal geht es um die Wüstenrosen als Bonsai. Da gibt es auch sehr, sehr spannende Sachen zu sehen. Und ich gucke gerade, haben wir hier irgendwelche Milben? Ich sehe keine. Ja, sieht gut aus. Wir haben auch keinen Schadbefall. Aber es ist besser, nochmal genauer zu gucken. Hier nochmal der Weihnachtsstern. Der ist schon so groß, dass er gar nicht mehr aufs Bild passt. Aber ist nicht schlimm, davon wird es auch bald ein Update geben. Wenn es euch gefallen hat, daran denken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!